Raus hier. Ja, Sir. Setzen Sie sich. Sehr gern, Sir. Kuchenkrüme. Sind Sie verrückt geworden? Darüber. Gern, Sie sind der Hausherr, Frau. Das gibt's ja wohl nicht. Reingelegt daneben. Wissen Sie eigentlich, wie lange ich Sie in den Knast bringen kann? Hä? Nein, aber ich gehe davon aus, dass Sie es mir gleich sagen werden, Ihre Frau. Ein frecher Hund ist das. Wann sind Sie eingetroffen? Vor 400 Jahren. Wie haben Sie die Grenze überquert? Auf Krücken. Haben Sie Freunde in der Stadt? Ich kenne weder Mensch, Hund noch Papagei. Doch. Einen Herrn kenne ich. Und wer ist der Gauner? Der Gouverneur. Er hat mich aus New York angefordert. Sprüchemacher wie Sie, durchschaue ich genau. Ganove! So, Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie jetzt sagen, kann vor Gericht gegen mich verwendet werden. Habe ich recht, Schwester? Familienname? Ist ein spanischer Name. Carlos Glatzas. Ich merke schon, das ist reine Zeitverschwendung. Das war doch nicht Ihr richtiger Name. Nix Harinski. Sind Sie verheiratet? Ich? Nö. Und Sie? Hören Sie auf mit den Albernheiten. Männlich oder weiblich? Ich bin eine Frau, eigentlich zwei Frauen. Ich schreibe Neutrum. Das ist doch ein bürokratischer Vorgang. Das wäre Urkundenfälschung. Ich bin kein Neutrum. Ich kann das beweisen. Sie können meine Mutter anrufen. Die war bei der Geburt dabei. Ich habe einen... Sind Sie ein Junge oder ein Mädchen? Pforte weg! Sich an einem wehrlosen Mann zu vergreifen. Keine Bewegung! Ausgezeichnet. Nette Show. Cody Jack, so habe ich sie mir mal vorgestellt, mein Freund. Ach, na was. Das Mädchen da ist eine Tigerin. Diese kleine Lady da ist Inspektor Hartung. Ihre Arbeit ist hervorragend. Sie ist nur ein wenig langsam mit der Waffe. Es sind bereits alle Vorkehrungen getroffen. Sie wird Ihnen bei Ihrem Fall helfen. Hartung? Nein, nur nicht. Los, das nicht. Vergessen Sie doch bitte nicht die hervorragende Tarnung. Sie und Hartung, ihr werdet euch als verheiratetes Paar ausgeben. Mit dem verheiratet? Mit dieser Wassermelone? Ja, würde ich einen Nasenbären heiraten. Hören Sie mal. Was ist denn das für ein Ton, kleine Frau? Du wirst deinem Ehemann gehorchen, ist das klar? King Kong? Ja, Sir. Sie buchen das Hotelzimmer. Hotelzimmer. Ich will eine doppelte Matratzenmulde haben und selbstverständlich mit Verbindungstür. Interessiert mich nicht. Hören Sie, Cody Jack ist ein Ehrenmann. Woher wollen Sie das wissen? Ich habe eine viel bessere Idee. Der hohe Herr kann bei mir zu Hause wohnen. Soll das ein Witz sein? Soll das ein Witz sein? Warum denn nicht? Ihre Wohnung ist sicher ganz kuschelig.